Ich weiß, was du denkst. Wie bin ich in diese Situation geraten? Glaub mir, diese Geschichte ist nicht einfach zu erzählen. Und ehrlich gesagt, die meisten von euch werden mir nicht glauben. Aber was wäre, wenn ich dir sage, dass Babys aus Kohlköpfen kommen? Ja, ich weiß, verrückt, oder? Ich dachte dasselbe, bis mir meine Käufer oder Eltern, wie du sie nennst, die Wahrheit erzählten. Ich verstehe, es ist schwer zu verdauen. Doch wenn du bei mir bleibst, erzähle ich dir alles. Dafür müssen wir zum Anfang der Geschichte zurückkehren. Weißt du, vor langer Zeit stießen alte Alchemisten auf das Geheimnis, wie man Babys aus Kohlköpfen erschaffen kann. Diese Magie galt als das größte Geheimnis. Mit dem Stein der Weisen gelang es ihnen, einen neuen Weg zum Gebären zu finden. Und zwar mit der Hilfe des heiligen Kohls. Warum Kohl, fragst du? Nun, Gerüchten zufolge dachten sie, er sähe aus wie ein Babykopf. Das ergibt doch irgendwie Sinn, oder? Diese Kohlköpfe wurden entwickelt, um Menschen zu züchten. Man könnte also sagen, dass ich ein Homunculus bin. Nun, eigentlich sind wir das alle. Aber die neue Kirche konnte diese Art von Macht nicht in den Händen einiger weniger Alchemisten lassen. Nein, sie wollten das Kohlgeheimnis für sich haben. Also zerstörten sie die Alchemisten und löschten sie aus. Und danach kontrollierte die neue Kirche das Wissen über den Kohl und seine Macht. Und sie nutzten es, um ihre eigene Armee zu züchten. Kohlgeborene, loyal und bereit zu dienen. Etwa zu dieser Zeit passierte noch etwas anderes. Ein Reset. Die alte Welt, gefüllt mit fortschrittlichen Zivilisationen, zerfiel. Überschwemmungen, Erdbeben, ganze Städte wurden unter Schlamm begraben. Manche sagen, es sei auf die Verbindung einer bestimmten Gruppe mit schwarzer Magie zurückzuführen. Andere denken, es war einfach die Natur, die ihren Lauf nahm. Was auch immer der Grund war, diese unglaublichen Städte wurden zerstört und geleert. Gewaltige Schlammlawinen begruben viele dieser Städte tief unter der Erde. Und es blieben nur die Ruinen einer einst großen Epoche. Nach dem Reset schickte die Kirche ihre Schergen aus, um die Überreste dieser alten Städte zu plündern. Sie durchforschten die Ruinen und dokumentierten alles. Dies wurde als The Founding bekannt. Die Geschichte, die wir heute lernen? Ja, es ist alles eine Lüge. Auf der ganzen Welt, sogar in den Vereinigten Staaten, wurden diese Städte nicht gebaut. Sie wurden buchstäblich gefunden. Die neue Kirche schrieb die Geschichte um und versteckte die Wahrheit über die fortschrittlichen Zivilisationen vor der neuen Bevölkerung. Sie mussten die erste Gruppe von Waisenkindern durch das Schulsystem programmieren. Und diese Waisenkinder waren nicht einfach irgendwelche Kinder. Sie waren die Auserwählten, handverlesen, um die Elite des neuen Zeitalters zu werden. Sie wurden in geheime Bruderschaften initiiert, in denen dieses Wissen über den Reset und die Freimaurerei sorgfältig bewahrt wurde. Diese Waisenbruderschaften begannen, diese Städte zu säubern, die Straßen anzuheben und das zu schaffen, was wir heute als Downtowns kennen. Viele dieser Gebäude waren noch vergraben und es gab komplette unterirdische Teile der Städte, die der Allgemeinheit unbekannt blieben. Doch es gab immer noch ein Problem. Sie mussten diese leeren Geisterstädte mit Menschen füllen. Diese ersten Waisenkinder waren unfruchtbar und wussten nicht einmal, was Sex war. Doch innerhalb der Bruderschaften wurde ihnen ein entscheidendes Geheimnis anvertraut. Das Wissen um den heiligen Kohl. Verrückt, oder? Ich glaubte es auch nicht, bis mir meine Eltern oder besser gesagt meine Käufer diese alten Postkarten zeigten. Diese Postkarten sind sehr real und anscheinend bewahrten diese freimaurerischen Weisen sie als eine Möglichkeit, die Wahrheit in aller Öffentlichkeit zu verstecken. Aber es wird sogar noch dunkler.
Mir wurde gesagt, dass diese Postkarten Werbung waren. Ein Mittel, um Babys zu verkaufen. In dieser frühen Post-Reset-Ära brauchte die neue Kirche mehr Lakaien. Was klein begann, wurde zu einer groß angelegten Operation. Babys wurden auf riesigen Kohlfarmen gezüchtet. So wurden diese leeren Städte wiederbevölkert. Paare kamen zu den Farmen und wählten ihr Lieblingsbaby aus dem Kohlfeld aus. Sie betrachteten diese Babys auch nicht wirklich als ihre eigenen, sondern eher nur als Produkte. Es wurde ein kulturelles Phänomen, Babys zu kaufen. Und sie wurden auf den Straßen, auf Karren, in Einkaufszentren und sogar auf Weltausstellungen verkauft. Diese Weltausstellungen waren umfunktionierte antike Gebäude, in denen fortschrittliche Technologien ausgestellt wurden. Und sie zeigten auch die Inkubatorbabys. Diese Inkubatorbabys waren Kohlbabys, die sich noch nicht vollständig entwickelt hatten. Und diese Technik wurde verwendet, um den Geburtsprozess zu beschleunigen. Menschen kamen aus aller Welt, um dieses Spektakel zu sehen. Und sogar, um ihr eigenes Inkubatorbaby zu kaufen. Manche Babys wurden sogar per Post verschickt. Und Lieferanten brachten diese frischen Babys direkt zu deiner Tür. Und nicht nur das, man konnte sich auch von einem Storch ein Baby direkt ans Fenster liefern lassen. Es waren wilde Zeiten. Diese Störche kümmerten sich um die Babys auf den Kohlfeldern. Und wenn die Zeit reif war, wurden sie ihren entsprechenden Familien zugestellt. Manche sagen, die Störche seien Lieferanten gewesen. Aber andere bestehen darauf, dass diese Störche seit der Antike an dieser Praxis beteiligt waren. Doch wie man sich denken kann, blieben die Dinge nicht ganz so einfach. Es gab zu viele Babys. Sie begannen Städte an der Ostküste wieder zu bevölkern, doch sie füllten sich viel zu schnell. Es war das Industriezeitalter und die Kohlfarben produzierten Babys für diese Fabriken. Diese armen, kohlgeborenen Kinder wurden sofort zur Arbeit geschickt. Diese Minderjährigen waren auch Bergleute in Bergbauunternehmen. Es ist eine traurige Wahrheit, dass diese Kohlbabys ausgenutzt wurden. In der Zwischenzeit waren die Elitewaisen, die in den geheimen Bruderschaften damit beschäftigt, Städte an der Westküste zu säubern und sie für die nächste Bevölkerungswelle vorzubereiten. Und damit kamen die Kohlzüge ins Rollen. Züge voller Kohlbabys, die von der Ostküste zur Westküste geschickt wurden, um die neu gegründeten Städte zu bevölkern. Einige dieser Kinder wurden sogar sich selbst überlassen, mitten in einer Stadt abgesetzt, ohne zu wissen, was sie als nächstes tun sollten. Nun, ich weiß, was du wahrscheinlich denkst. Warum? Warum sollten sie sich all diese Mühe machen? Die Wahrheit ist, Geschichte ist nicht das, was uns erzählt wurde. Es gibt Geheimnisse. Geheimnisse über alte Zivilisationen, Magie und die Erschaffung von Kohlbabys. Wenn die Menschen die Wahrheit wüssten, würde es die Welt, wie wir sie kennen, auseinanderreißen. Also startete die Kirche nach der Wiederbevölkerungsphase eine massive Propagandakampagne, um uns eine neue, falsche Geschichte beizubringen. Wenn wir wüssten, dass wir aus Kohlköpfen kommen, viele könnten mit dieser Art von Wahrheit nicht umgehen, also ignorieren wir es. Mit der Zeit wurde die Unfruchtbarkeit geheilt, doch die Produktion von Kohlbabys wurde nie gestoppt. Sie wurde nur in den Untergrund verlagert. Und die Techniken wurden weitaus fortschrittlicher. Das wird immer noch im Geheimen, in unterirdischen Fabriken, aus Gründen gemacht, die nicht vollständig erklärt werden können. Aber zum Glück gibt es noch einige Kohlbabys, die sich erinnern. Sie erinnern sich an die Geschichte, wie wir hierher gekommen sind. Zum Glück wachen viele langsam auf. Und alles, was wir hoffen können, ist, dass eines Tages unser Verstand entschleiert wird.
Lass alles los, was du für wahr hältst. Entspanne den Geist und stelle die Frage: Verstehe ich wirklich, was diese Realität ist?